Willkommen zu einer neuen Folge von Chainsim World 2, der Danny spielt das. Und zwar werden wir heute ein kleines Szenario aus dem neuen DLC spielen, was vor kurzem erschienen ist. Und zwar nennt sich das Düren Düren. Und ich werde das ganze Ding einfach mal starten, würde ich sagen. Und schauen wir mal, was uns da so erwartet. Fahren werden wir eine Baureihe 423. Und wie gesagt, das ganze Szenario nennt sich Düren Düren. Schauen wir einfach mal. Bestes Wetter. Willkommen in Horem Hauptbahnhof. Nehmen Sie die S13 nach Düren, bevor Sie den Führerstand wechseln und zurück nach Horem fahren. Ja, das werden wir tun. So, als erstes werden wir natürlich die Richtungswende einstecken. Zack. Und die entscheiden wir auf vorwärts, logisch. Auf Fernlicht. Türen entriegeln. Ja, auf welcher Seite stehen wir denn? Auf der Seite, sehr gut. So. Das ist also unser Zug, Baureihe 423. Ich finde eine. Sehr. Ich habe übrigens die falsche Tür geöffnet, fällt mir gerade auf. So. Das heißt, wir werden die anderen wieder zumachen. So, jetzt passt es. So ein wunderschöner Zug, kann man nicht anders sagen. Gefällt mir wirklich. So, wir sollen die Türen verriegeln. Dann werden wir das mal tun. Erhöhen Sie die Leistung, um fortzufahren, beziehungsweise Lust zu fahren. Auf geht's! Erste Station, Sindorf! Sogar in Doppelstation, wunderschön. In Sindorf sollen wir um 12:33 Uhr ankommen. Bin mal gespannt, ob das klappt. So, was mir aber noch auffällt, ist. So, sieht es doch schon viel schöner aus. Zeit auch nicht einhalten können. 12:33 Uhr, weil das ist nicht möglich, obwohl ich pünktlich losgefahren bin. So, hier ist 80 und müssen wir uns natürlich da halten. Schöne Talent, wunderbar.
Punktlandung oder geht es daneben? Ah, ein klein bisschen daneben. Klein bisschen. Draußen gehen und schauen. Hier überhaupt rauskommen. Ach, da ist der Bahnsteig, da geht's. Und irgendwas schauen. Ja, da steht's. 13:05 Uhr. Auch im Hauptbahnhof. Aber das sind nicht wir. Das sind wir, 12:33 Uhr, da seht ihr es. So, Türen verriegeln, das heißt, wir steigen schnell wieder ein. Auf geht's. Nächste Station, Buir. Wo wir aber wahrscheinlich auch nicht pünktlich ankommen werden. Also das zieht sich jetzt durchziehen wie ein roter Faden durch die gesamte Strecke. Wie gesagt, sehr schönes Szenario, sehr schönes DSC, muss man wirklich sagen. Das hätte vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten geben sollen, dass man von da und da und da und da kommt, aber alles in allem ein sehr schönes Szenario, beziehungsweise sehr schöne Erweiterung, muss man ja sagen. So, dann nehmen wir die Hamsterbacke noch mit, bevor wir dann wieder in den Führerstand springen. So, die zweieinhalb Kilometer haben wir rot, warum auch immer.
Die Genehmigung ist abgelehnt, das heißt, du musst auf jeden Fall bremsen. Da mal langsam ranrollen lassen und schauen, was passiert. So, dann schauen wir mal. Makro tut. Wie kriege ich denn diese 75 mPa da endlich weg? Schauen wir uns doch mal an, was uns da die Weiterfahrt behindert. Nein, 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 nein. Jetzt ist grün, das heißt, wir werden weiterfahren. Jemand sagen kann, wie ich da dieses 75 mPa wegbekomme, was mir da dauernd im Blick fett ist, dann wäre ich sehr dankbar. Aber das nervt mich ungemein. Machen wir es so. Diesmal könnte sogar
pünktlich klappen mit der Ankunft, trotz rotem Signal. Wahnsinn. So, ich denke, das geht klar. Mal hier raus. Schauen wir, was jetzt da auf der Anzeigetafel steht. Zack, erste Hilfe packen wir auch mal an. So, Verspätung steht da. Könnt ihr es lesen? Nicht lesen. Steht Verspätung 1 Minute, kann nicht sein. Warum Bahnhof 1 Minute? Verspätung 1 Minute steht ja gar nicht. Bin pünktlich, bin aber gerade. Wenn ich jetzt hier noch länger warte, dann wird es nicht mehr mit pünktlich. Nächste Station Merzenich. Upsa. Kurz in den Ablaufplan rein. So, wir sollen Merzenich, Düren. Und dann geht's zurück. Merzenich, Buhe, Sindorf und Horren. Ja, haben wir noch was vor uns. Ich denke, ich werde das in zwei Teile splitten. Sonst wird es zu lange. Sehr viele Hamsterwagen unterwegs, ich glaube schon dritte, die wir jetzt sehen. Also ich werde das aufteilen in zwei Teile. Jetzt im ersten Teil die Hinfahrt bis Wochen, beziehungsweise bis Düren. Und dann im zweiten Teil am anderen Tag, also nächste Woche Samstag, dann die Rückfahrt von Düren nach Horn.
schon mit Fingerspitzengefühl rangehen, dass man nicht zu früh bremst, dass man schon fast auf einer Strecke stehen bleibt. Und dass man auf keinen Fall zu spät bremst, dass man nicht über den Bahnsteig hinausfährt, womöglich noch über ein rotes Signal. Das wäre natürlich das Fatalste, weil dann ist das Szenario sofort beendet. Und das ist nicht so wie ein Shame Simulator, dass da nichts passiert, sondern in Champion World ist dann das Szenario sofort beendet, wenn man über ein rotes Signal fährt. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Die Türen. Na, eigentlich wollte ich durch die Türen, aber egal. Ja. Streugut. So, haben wir jetzt eigentlich hier immer noch Verspätung stehen? Mann, warum müssen die Anzeigetafeln immer so weit weg sein? Nein, sieht nicht so aus. Jetzt sind wir wieder pünktlich. 47, dann wollen wir mal wieder schnell zurückgehen. So, in den Sitz setzen. Die Türen schließen. Die Türen schließen, so. Die Bremse lösen. So, nächste Station Düren. Auf geht's. Letzten 4,2 Kilometer in diesem Video. Das Szenario ist danach noch nicht beendet, aber unser Video ist dann beendet, weil, wie gesagt, ich teile das Ganze in zwei Teile auf. Teil 1 Hinfahrt bis Düren, Teil 2 Rückfahrt bis Horren. Weil sonst wird das einfach zu lange. Ein wenig.
Punkt und kann man auf gar keinen Fall drüber fahren. Dann ist das Szenario beendet, bevor es überhaupt. Ja, das ist, was ich meine. Lass uns schön sanft in den Bahnhof rollen in der Zeit. Wir sind ja pünktlich. Und die vierte Talent, beziehungsweise die vierte Hamsterbacke. Also viel an KI kam uns nicht entgegen und wenn, dann war es alles Hamsterbacken. Kam sich eine BR423 entgegen. Das ist ja der Wahnsinn. Da sind wir die Einzigen, die hier fahren mit dieser Baureihe. Das ist alles Hamsterbackenland hier im Chat. Kräftiger Bremsen. Das rote Signal ist, wie gesagt, unmittelbar hinter dem Zielpunkt. Da will ich auf keinen Fall drüber fahren. Sind vielleicht 20 Meter, die uns trennen. So, ich glaube, das reicht. Wir öffnen die Türen. Stellen Sie die Spitzensignale auf Rücklichter. Was werden wir noch tun? Wir werden den Zug soweit vorbereiten. Und dann werde ich das Ganze speichern. So. Zack. Gehen Sie ans andere Ende des Zuges. Zu. Dann werden wir marschieren. Es ist wie gesagt anscheinend Sonntag. Der Zug ist radikal leer. Ja, gut, die werden alle ausgestiegen sein und es sind wahrscheinlich auch keine neuen eingestiegen, die zurück nach Horren wollen. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. So, auch hier schließen wir die Tür. Setzen uns hier in den Lok. Ja, das ist doch verkehrt. Lieber Danny, wenn wir eine Doppeltraktion haben, dann müssen wir an das ganz andere Ende des Zuges. Morgen, ihr seht, was passiert den besten Leuten. So. Juhu, hier sitzt einer, der Hammer. Ein Fahrgast, ich breche zusammen. So, jetzt aber. Nachdem Sie nun den Führerstand gewechselt haben, bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor, bevor Sie mit diesem Zug zurück nach Horren fahren. Auch im Hauptbahnhof. So, das übliche Prozedere. Zack. Zack. Signal oder Fernlicht. Den nach vorne. Türen für Riegel. So, damit werde ich das Video beenden. Wie gesagt, es wird ein zweiter Teil kommen. Und
In diesem zweiten Teil wird dann die Rückfahrt von Düren Hauptbahnhof nach Horrem Hauptbahnhof zu sehen sein. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im zweiten Teil wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bis zum zweiten Teil. Ihr hört mich dann wieder. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Denny. Spielt Vorsichtig, es, aber der vorher Zug mache ich bei hier der mal ein Abfahrt kleines, ist dunkel. Die Türen schließen automatisch. Screenshot. So, das war's. So, das war's dann endgültig. Bis zum nächsten Mal, euer der Denny. Spielt das. Bye, bye.